Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Sieht eben dann in einzelnen Etagen nicht so geil aus. Das wollte ich auch noch machen, so eine richtig geile Sampley-Dings-Anlage. Also ich glaub mir, wenn du sehen würdest, was ich da, wenn ich die Anlage erstmal fertig hab, ne, würdest du sie so an den Kopf packen, wirst du sagen, ja. So eine, ja, nee, ja, nee, so ja, eine nee, übelste Lasershow wird das dann immer. Ja, ich hab das mal auf einem anderen Server gemacht. Das Server ist abgeschmiert. Kommt drauf an, wie viele Laser du ja, nimmst. Ja, das war die maximale Menge. Der Server war dafür, ich hab den Server bin gesagt, so, ob, ich hab ihn auch gefragt, ob er überhaupt genug RAM hat. Hat er so gesagt, ja, kein Problem, so leicht crasht er nicht. Habe ich gesagt, okay, wollen wir mal sehen. So. Chat ging noch, haben sie alle gesagt, lecker. Habe ich gesagt, so, okay, mein Sample OP. Und der Server abgeschmiert. Was ist es, maximale 18? Nee, viel mehr. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also, Ali nichts wissen. Ali put. Also, eine Treppe habe ich schon mal. Das ist gut. So, wer hat eine Treppe? Vor allem, ich habe überhaupt keine Lust. Ich muss das alles mit... Ja, also, es wird noch übelst abgefuckt. Was glaubst du, was ich wenn ich hier fertig bin, ey? Ich meine, ich muss hier später noch... Die Mitte des Towers, das muss ich mit Wasser noch ausfüllen, was ich aus Yumeta herstelle. Glaubst du, das wird ein Spaß? Wasser. Nee, ich muss den ganzen Boden noch in ein Birkenholz verwandeln. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich dafür brauche. So viel, wie du halt brauchst. Tja, sind bestimmt Birkenholz, naja, ich würde da sagen, so mindestens 8 Stacks normales Holz. Ich kann es ja nicht beantworten, ich weiß ja nicht, wie viel du brauchst. Ich auch nicht. Naja, es wird eh witzig, wenn der Drache seine eigene Stadt hat, wenn die Stadt erstmal seine eigenen Drachen hat. Will ich ja auch noch bauen. Was? Drachen? So, was? Ich meine, zuerst wollte ich eigentlich ein Haus in Form eines Drachens bauen. Zum Glück kann ich mich aber dann doch schon wechseln, ey. Vor allem das Geile ist ja, fand ich persönlich, als er dann als die Dingens, ne, Chantal auf einmal angefangen hat, bei den Strebern sich einzuschleimen, ne? Ja. Chantalle. Vor allem, weil das mit, ich wusste irgendwas, dass die Schüler definitiv noch, das mit dem Teer, also das mit diesem Öl, definitiv noch was kommen wird, und genauso war es ja auch, ne? Vor allem das mit der Turnhalle, ey, das war das Beste, ne? Turnhalle... Weiß ich jetzt gar nicht. Wir wollten die Untergrundstadt der Nazis finden. What the fuck? Ey, Alter, ich hab noch nie so ein What the fuck-Moment gehabt wie in dem Film, ey. Die Untergrundstadt der Nazis? Ja! Ich denk's dir auch so. Ja, yolla! Oh, schön, endlich. Ja, jetzt spawnen die Viecher da drauf. So, mal hastet. Ist eben so. Kann man nie ändern. Ach, leck mich doch. Naja, ich gehe jetzt mal kurz meine Query holen. Da jetzt so. 1, 2.
Weil man muss überlegen, die Quantumlängen geben ja eine Geschwindigkeit zu. Wenn ich die Boots of the Traveler anhab, ne? Bin ich ja noch mal einen Tick schneller. Ja. Es wird Boah, wenigstens endlich wieder mal Tag, wieder ey. Awoken. Was? Es wird wenigstens endlich wieder Tag. Also wie ich Na, das es ist Spiel. eigentlich schon Tag, es wird schon fast wieder Nacht. Ja. Du. Hier ist der Leuchtturm, den keine Sau interessiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schon ein bisschen scheiße, dass wir hier kein E-System haben, aber naja, scheiß drauf, ich werde hier eh langsam kreativ. Ich meine, ich habe jetzt überlegt, ich habe ja jetzt im Singleplayer angefangen, mir erstmal so ein kleines Lager zu bauen. Das sieht richtig geil aus. Also die Idee habe ich hauptsächlich geklaut, aber im Singleplayer habe ich die noch mal ein bisschen verfeinert. Ja. Ja, ist echt so. Ich finde die voll geil. Zwei, drei, vier. Ich meine, wenn das mit den Liquid Ducts wirklich so gut funktioniert, ich weiß ja nicht, ob das mit dem Transposer irgendwie wirklich so geht. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich wieder an Land bin, weil jetzt bin ich noch über Meer und da will ich keinen Strom verschwenden. Ne? Jojo. Meine, das sind so um die 900, das sind dann immer so um die 10.000 Strom, die ich dann immer verballere für nichts. Nee, oder 1 Million? Für was? Bist du eigentlich, hätten MFS du jetzt 10 Millionen? Ja. Verballere, würde ich ja ungefähr 1 Million verballern. Ach du Scheiße. Da ist es! The Quarry! Query. Heiliger Schatze! Was, ich muss mir jetzt tatsächlich noch Marble Bricks holen, weil ich nicht genug einstecken habe. Was soll denn der Scheiß? Ach du Scheiße! Ah ja, stimmt, ich hatte ja... Okay, ich kann Ihnen sagen, woher der ganze Moosstone kommt. Okay, und? Da war so eine Better Dungeons Teil. Was, so ein Turm, Ja. der nach unten geht. Ja. Gott, ich habe noch Marble, zum Glück, ey. Nicht, dass dann, nicht, dass es am Marble scheitert. Ja, wenn du Marble brauchst, Nee, kannst du nee, ruhig zu mir das kommen. langt schon. Ich habe immer bloß so Probleme mit den Bricks. Brauche ich noch ewig viele. So. Erstmal die ganze Scheiße wieder einreihen. Liquid für Firebox, Liquid Loader, Liquid Unloader. Ich weiß ja nicht, was davon jetzt was ist. Was suchst du? Ja, hier dieses komische Liquid, also hier für die Die Pipes mit jetzt. die Pipes, weiß ich ja, wie man die macht. Ich frage mich jetzt nur gerade, welcher Block man dazu braucht, um das Zeug aus den Kisten rauszupumpen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Item Loader oder weil ich glaube, das hieß auch irgendwie Liquid. Wüsste ich jetzt nicht. Weißt du was, ich werde einfach mal gucken. Oh, ey, nicht ernsthaft. Willst du mich jetzt irgendwie verarschen, Spiel? Oh. Warum? Regnet. Oh Gott. Zum Glück habe ich Optifine. Alter, wo kann ich das ausstellen? Warte. Du gehst auf Option, also in die Option, dann Ja, Video ich bin Settings, schon. Ja, bin ich. Animations, Rain Splash Off.
Ich hab so. Ja, schön. Und jetzt muss ich noch den Ring komplett ausschalten. Warte, und dann. Warte, 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 warte. Bei Other. Hä? Bei Other. Also Other. Ja, und dort ist Weather. Ah, nice, endlich. Schön. Da nervt das nicht ganz so. Ich hör's ja, zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde, Regen ist einfach nur zum Kotzen. Wer sich das. Besonders in Minecraft. Wer sich das ausgedacht hat. Jeff, der Affe. Ach, der gehört gehängt. Ah, ich muss sagen, so ganz schlechte Ideen hatten sie jetzt nicht. Aber die Ideen sind gut, die sie haben, aber sie setzen so scheiße um. Das stimmt. Ich meine, ein Großteil der Ideen gab es schon als Mods. Warum können die diese, ihr könnt die denn nicht einfach so machen? So, hier, wir machen das jetzt so. Wir verbessern jetzt erstmal hier die Engines, damit es erstmal richtig läuft. Und ihr sagt dann einfach, welchen Mod ihr dann gerne haben möchtet. Macht einfach hier, hier eine Liste von den Mods, die wir dann reinmachen würden. Wo wir das auch noch ein bisschen verfeinern wollen, sodass es noch stabiler läuft und ein bisschen flüssiger. Und das würden sie einfach machen, wenn sie ein bisschen auf die Community hören wollen. Also wo dann auch zum Beispiel so die Option kommt, welche Mods möchtest du gerne aktivieren, also die von den vornherein installiert sind. Sodass du zum Beispiel noch im Spiel die deaktivieren kannst. Das wäre so eine Idee, die einfach fehlt. Und was auf jeden Fall machen sollten, Java nicht mehr benutzen. Ja, Java ist eh die instabilste Engine, die es gibt, hallo? Wer weiß, warum der das gemacht hat. Ich meine, selbst Battlefield 3, okay, Battlefield 3 ruckelt auch manchmal. Also ich meine, heute war es echt extrem. Ja, Mensch, so Spiel. Da habe ich, so Spiel kann ja, aber da habe ich fast meinen Tisch zerbrochen. Der ist schon knackrig. Also mein Tisch, meine Tischplatte hat ungefähr 3 Zentimeter, die ist ungefähr 3 Zentimeter groß. Das funktioniert. Ja, meine nicht. Ist ungefähr 4 und die ist schon fast durch. Hey, machst du? Ist das so ein Ikea-Tisch? Nein, das ist richtig deutsche Arbeiterkunst. Der war auch nicht gerade billig, aber er hält durch meine Schläge kaum noch was aus. So, und jetzt überleg dir mal, wie hart meine Schläge sind, wenn die, okay, ich sag jetzt mal so. Also es werden schon mindestens 3 Stunden sein, die ich da auch eingeprügelt habe. Ach du Scheiße. Ja, Scheiße. Aber jetzt nicht hintereinander weg, das waren immer mal so einzelne Phasen. Ja, ja. So hintereinander weg ein dort drauf eingetroffen. 3 Stunden lang mit voller Wucht einfach mal draufschlagen. Ich glaub, da bist du dann ausgepowert, ey. Da bist du echt ausgepowert. Vor allem, ich finde ja mein neues Thumbnail, was ich gemacht habe, finde ich ziemlich geil, wo ich einfach mal durch die Gegend fliege und einfach mal so dämlich grins. Ich weiß ja nicht, ob das sich die anderen schon angeguckt haben, aber ich finde es persönlich ziemlich geil. Okay, ist jetzt hier irgendwie die Lava alle? Warum? Ach, wegen deinem Tank? Nee, ah, es war nur ein Ladefehler. So. Den Turm habe ich jetzt soweit fertig hier bis zu dem Punkt. 1, 2, 3. So, damit wäre eigentlich die Platte soweit beendet. 1, 2, 3, 4, 5. So, wo sind die ganzen Slabs? Weg. Kann ich mal kurz auf deinem Grundstück was platzieren? Es wird auch nicht wehtun. Was? Ich will dir nur was zeigen. Na was denn? Will ich ja nicht sagen, sonst wäre es ja keine Überraschung. Kannst du das vor meinem Grundstück hinstellen? Ja, okay. Bestimmt eine Nuke. Will ich die abbauen, ne? Nee, nee. Oder Industrial TNT. Ah, sowas brauche ich nicht. Zu Mainstream. Tobi hatte jetzt in der Innenaufnahme, hat er... Guck mal, Fackel! Guck mal, schick dir Fackel! Oh Gott, danke! Also!
Das hoffentlich wehtut. Ja, die Fackel hat ja auch nicht wehgetan. Ja. Gefängnis. TT-Gefängnis. Ach ja, falsches Projekt. Nee, halt doch nicht. Nee, wir können das auch sagen. Wir haben auch eins. Das ist eh das Beste. Inzwischen sage ich, also auch wenn ich bei anderen spiele, sage ich dann so teils so, hier Dena, Gefängnis. Ach ja, falsches Spiel. Ich habe mir angewöhnt, jetzt ab und zu mal Abmahnung zu sagen. So sinnlos. Kennst du Debitor? Ja, eigentlich schon. Ja, kenne ich. Der sagt ja, die sagen jetzt aktuell immer Abmahnung. Ich finde das immer so witzig. Abmahnung. Also mein Haus nimmt Gestalt an. Muss zwar noch Decken, Boden einziehen, aber. Und ein bisschen mehr Glas, aber naja. Nein, 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 nein. Bam, bam. Nein! Scheiße. Kannst du aber gerade laut sagen. Ich hasse das, wenn man sich verbaut. Sollst mit diesen Halbscheiß teilen. Ja, es wird langsam mit dem Haus hier. Jupp. Mann, es ist so geil. Eigentlich brauche ich ja jetzt überhaupt keine Treppen mehr. Wegen Fliegen. Ja. Also werde ich irgendwo einfach ein Loch bauen, wo ich dann hoch und runter fliegen kann. Dann hat sich die Sache. Da kommt ja schon Besuch, um zu gucken, was ich baue. Creeper. Geh weg. Ist sie bloß nicht auf meinem Grundstück hochjagen? Nee, nee, der steht an meinem Zaun. Der beobachtet mich bestimmt, bis ich runterfall. Jetzt zieht er von dann. Und dann gezogen. Ach ja. Mensch, diese Scheißfrau. Jetzt ist es so schön ruhig. War ungewohnt. Ist man gar nicht mehr gewöhnt. Yep. Also ich musste jetzt mal die letzten paar Aufnahmen immer alleine aufnehmen. Ja, das habe ich ja auch eine Weile gemacht. Das ist ungewohnt. Ja, weil man dann so still ist, ne? Ja. Man wartet, dass irgendjemand anderem mal was sagt, aber es passiert nicht. Yep. Alter! So, komm, zack. Ich frage mich, was aus den Leuten von Megaprojekt ist eigentlich noch geworden ist, ob die überhaupt noch was machen. Was beim Megaprojekt? Ja. Spark of Phoenix lädt, glaube ich, noch alle 4 Tage oder so hoch. Oder es kommt mir zumindest so vor. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich die Folge gesehen habe, stand der Graube gerade bei 314 oder so. Oh, das ist schon. Nee, da ist er schon weit drüber. Das ist, glaube ich, bei 365. Also auf jeden Fall Und. schon eine stattliche Menge. Ja, der hat am Anfang so viel, oder, Rumgetrödelt. nee, der hat nie rumgetrödelt, der hat am Anfang 3 Folgen pro Tag gebracht. Yep. Aber er hat auch sich wirklich Zeit genommen, ne? Ja. Und ich glaube, von MC Export kam jetzt auch mal wieder was. Also ich sag mal so. Aber Be so. hier Beast Factor wird auf jeden Fall noch bei mir eine ganze Weile kommen. Ja, hallo, es wären wahrscheinlich bei 300 oder so, kann man sich nie sicher sein, aber es wird schon noch eine beachtliche Menge werden, denke ich.
So. Der Ausleuchtung halber, und jetzt bin ich mal kurz gucken, ob die Brightness auch wirklich. Ja, warum nicht? Brightness kann man ja immer wieder runterschalten, ne? Scheiß Minecraft.